Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und ja, wir haben in der letzten Mission, haben wir eine Nebenmission gemacht, und zwar diese hier. Akt 2 Nebenmission, das war im Schwemmwald. Doch jetzt gehen wir erstmal, bevor wir die andere Nebenmission machen, gehen wir doch mal in der Hauptstory weiter. Das wäre Akt 3 Mission 1. Wir gehen direkt rein. Mercias Reise wird von einer überwunden geglaubten Feindin unterbrochen. Oh, welche Feindin kann das sein? Das ist Nuro? Wir sind also in den verlorenen Landen. Ich hätte nie... Oh. Alles Tödliche kommt von oben. Oh, no. Oh nein, du schon wieder. It's me. Ganz genau, ich schon wieder. Und dieses Mal habe ich Vampire dabei. Ich kann gar nicht verlieren. Nuro? Wer ist denn diese Witzfigur? Klappe zu, du Unkraut. Ich werde euch vernichten. Okay. Okay, es scheint eine etwas größere Map zu sein, oder? Dieses Mal wird alles anders, zumindest solange meine Vampire die Lüfte beherrschen. Vampire sind Aeronauten. Stark und schnell und sie können fliegen. Genau, ihr habt keine Chance. Zum Glück sind Alchemisten und Ballisten ausgezeichnete Luftabwehreinheiten. What? Was? I agree. Korrekt, Messi. Alchemisten sind außerdem in der Lage, unsere Einheiten zu heilen. Wie kleine Messias. Zerstöre die gegnerische Fetcher oder besiege Ragnar. Ich gehe mal kurz runter, mal sehen, wie groß die Map ist. Ach, die ist gar nicht so groß, okay. Aber ganz schön viele Vampire da unten. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich setze mal mein kleines Bildchen wieder nach oben in die Ecke. Und dann haben wir ein bisschen mehr Sicht unten, wenn was passiert. Also, wir können auf jeden Fall neue Einheiten bauen. Und wir haben auch hier noch unsere Tribox. Tribox sind auch gegen Lufteinheiten stark. Das ist natürlich super. Mal gucken, wie weit die überhaupt fliegen können. Die haben schon eine gute Reichweite, wie man sieht. Also das ist aber der Dichteste, der dran ist. Das heißt, mehr kann da gar nicht kommen. So, auf erstmal müssen wir was einnehmen hier. Wir nehmen mal das Ding ein. Dann müssen wir auch ein bisschen Kohle machen. Hier holen wir gleich mal... Oh, hier können wir sogar ein paar Sachen rausfinden. Balliste. Balliste. Dritter. Alchemisten. Stark gegen... Okay. Wir holen nochmal einen Alchemisten. Setzen ihn hier hin. Der muss gleich nach unten. Aber dafür müssen wir erstmal die Einheit hier hinsetzen. Machen wir jetzt einfach mal. Zack. Und du gehst trotzdem mal weiter runter. Da kommen die nicht, ne? Ne, gut. Also, wir schicken ihn auch runter, damit er dieses Ding da nachher einnehmen kann. Die können auf jeden Fall ziemlich weit laufen, die Alchemisten. Was jetzt sehr cool ist. Also für uns. So, wir nehmen das hier oben auch nochmal ein. Mal da hochkommen. Wir können auch was bauen. Was wollen wir denn haben? Ein Kampfhündchen. Nee. Ist ja Quatsch. Aber wir haben mal einen Schwertkämpfer noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir ein bisschen beschleunigen, wenn wir wollen. Seht ihr das? Nicht ganz gut. Drückt mal auf B, wird alles schneller. Wie bei Advance Wars damals. So, oh ja. So, du nimmst das Ding ein hier einmal. Zack. Wir brauchen ein bisschen Kohle sammeln noch. Ich überspringe die Cutscenes immer so ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Wir müssen gucken, wie weit er kann. Also wir könnten das einnehmen, ohne dass uns einer gefährlich werden kann. Kann das sein? Richtig, also wir könnten uns von hier einnehmen. Wir müssen es auch einnehmen, tatsächlich. Mal gucken, wie weit können wir denn gehen? Wir können den gar nicht mal einen Schritt vorausgehen. Einen Schritt können wir noch voraus. Nee, können wir nicht. Gut. Nein, ihr Idioten. Na egal. Was soll's. Müssen wir nächste Runde machen. Ich habe ärgerlicherweise jetzt keinen, oh, okay. Die können es direkt einnehmen. Ich habe keine Einheiten generiert. Das ist natürlich dumm. Wir haben direkt auf Zug weitergegangen. Das nimmt sie wahrscheinlich auch ein. So. Macht aber nichts, denn machen wir was anderes. So. Nur natürlich kurz mal überlegen. Also die können wir auf jeden Fall weg machen. Was kann er denn laufen hier? Na, Alchemisten kann er nicht angreifen. Und sie? Sie könnte mich gleich angreifen. Wir können sie wegmachen. Also warte mal. Ich kann auch nur den angreifen. Mal kurz überlegen, was wir noch bauen wollen hier.
Also die können natürlich alle ein bisschen weit kommen, aber wir könnten mit ihm hier ja die einmal wegflanken. Sind die schon mal erledigt? So. Wow, wie hast du... Ach, wen kümmert's? Ich hab noch jede Menge mehr davon. Ja, hast du, aber nicht mehr lange. So, und die haben wir auch weg. Komm, zeig mal, was die eigentlich mitmachen. Gut. Du gehst mal hier oben hin. Kannst du mich gleich einnehmen. Du gehst mal hier hin. Hey, warte mal. Vielleicht kannst du laufen hier. Dann gehst du nicht dahin. Dann gehst du erstmal nur hier hin. So, den anderen müssen wir auch noch nach vorne holen. Oder kannst du einnehmen? Mach doch glatt. Die Alchemisten sind gut. Die Alchemisten sind sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie inwiefern die Angriffe beherrschen können. Was sehen wir dann, wenn es soweit ist? Wir holen nochmal einen Alchemisten raus hier. Denn eigentlich finde ich die ganz geil. So, jetzt werden natürlich ein paar von meinen Leuten draufgehen. Aber das macht uns eigentlich nichts. Das macht nichts. Mal gucken, wer kann er denn? Er kann auf jeden Fall keinen angreifen. Er könnte angreifen. Er kann nicht angreifen. Und kann auch nicht angreifen. Kann auch nicht angreifen. Also eigentlich kann da kein anderer mehr von angreifen. Deswegen kann es das erstmal egal sein. Schauen wir mal. Ja, okay, die können natürlich die Häuser wegnehmen. Das ist blöd. Das müssen wir durch. Okay, okay, jetzt wird es eng. Da oben, wie man sieht. Muss ich überlegen. Man kann keine Luftheilen angreifen. Das macht aber nichts. Wir können mit ihn killen. Nicht ganz killen, aber zumindest ein bisschen Schaden zufügen. Das ist schon mal gut. Ja. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht draufgehen durch das hier. Wie hat er denn noch da? 40, okay. Pass auf. Mach ich mal erstmal weg. Das reicht jetzt, bin ich wirklich wütend. Ich kann die letzten von der Seite einfach nur mit dem Bestich herankommen. Das waren nur zwei Schritte, das macht aber nichts. Okay. Ja, wir machen es so. Nein. Gut. Du nimmst einmal hier ein. Oder kannst du den Hund auch... Ja, kannst du nicht. Dann nimm du mal einen. Von der Seite eigentlich nicht. Scheiße. Das war dumm von mir. Na gut, egal. Wollte ich eigentlich anders erledigen, aber so geht's halt auch. So, wir müssen mal hier... Ach, ich hätte ganz gern so einen... Ist auch irgendwie blöd. Ja. Gut, wir müssen aber ein paar Gegner ein paar noch holen hier. Das heißt, wir holen uns noch von euch ein bisschen. Ja, machen wir so. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay, der war klar, dass der angegriffen wird. Wie viel Schaden machen die denn bei ihm? Okay, das ist schon ganz gut. Schaden. Ich bin ein bisschen doof. Ich muss aufpassen, dass er nicht stirbt. Unser lichtigster Hauptmann. Ich glaube, der stirbt nicht. Okay, die machen natürlich schon Schaden. Du kannst, glaube ich, keinen Schaden machen. Okay, ihr könnt natürlich nochmal Schaden machen, aber so viel Schaden macht ihr auch nicht. So, müssen wir uns retten mit ihm hier. Das machen wir jetzt auch. So. Jetzt schickt mir den mal hier vor. Der Alchemist geht auch nochmal nach vorne. Dann müssen wir überlegen, wie wir es hier regeln. Kann ich ihn hier so machen? Mit der Seite? So. Weg mit den Luftviechern. Ich auch weg. Wer kommt er denn? Komm.
Also auf jeden Fall fett angreifen. Aber das müssen wir halt riskieren. Gut, und du musst mal hier ein bisschen hinten ein bisschen kampieren, damit wir ein bisschen Leben bekommen hier. Zack. Gut, und die holen wir nach vorne. Und setzen dich da hin. Noch irgendwas nach vorne können? Nee. Gut. Glück beenden. Jetzt finden wir es wird ein bisschen. Jetzt kommen die typischen. Ja, haben wir gedacht. Ja. Natürlich nicht so gut. Oh, er hat dieses Ding da geholt. Gut, pass auf. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das am besten machen. Aber nicht einfach hoch. Macht nur 15% Schaden. Kann von uns aber alles platt machen, würde ich sagen. Kann man von hier auch irgendwas schießen, ne? Das ist doch so blöde. Der hat echt eine fette Reichweite. Wir können nicht mal zerstören. Nur gut. Machen wir mal so. Und dann machen wir, gehen wir dir den Rest. Okay. Machen die auch noch weg. Und wie viel haben wir noch übrig? What? Was? Das ist unmöglich. Wie machst du das? Hör auf damit. Ich mach dich sowas von platt. Gucken wir mal. Nein. Ich würde ihn so ungern aufgeben. Ja, wir müssen mit ihm, glaube ich, mal zurückgehen. Aber wie kriegen wir ihn platt hier? Wer ist dann gut dagegen? Wach gegen. Ritter, perfekt. Für die Ritter. So, er kann uns irgendwas hier antun. Er kann, ja, den einen kann er zerstören, das macht aber nichts. Bei den anderen dürfte nichts passieren. Gut. Dich brauchen wir auch gleich nochmal. Wenn ich schon mal hier. Klar, das ist nicht an, du Spacko. Oh nein. Jetzt hat er ihn da hochgefahren. Okay. Aber hier. Und dann müssen wir. Wir können den Ritter jetzt nicht dafür benutzen. Aber die können wir platt machen. Na, wir müssen den Hund töten. Holz. Wir opfern jetzt gerade viele von den Leuten, aber wir müssen es ja auch irgendwie durchsetzen können. Ihn könnte ich jetzt angreifen, das macht aber nicht so viel Sinn, denn dieser hier wird schon genug Schaden ausrichten gleich. Aber ich will mal gucken, wie weit ich rankomme an ihn. Und wir müssen auch hochreiten. Gut. Da kannst du lieber keiner angreifen. Wir können auch einen Alchemisten holen. Ja. Ja. Gut. Na, ist das klar? Ja. Oh, kommt. Oh, Ragnar kommt selber höchstpersönlich.
Gut. Noch nicht gut. Maragna würde 27 Schaden machen da. 14, 33, 70, 95, 45, 55. Na gut, hauen wir ihn erstmal weg. Ein bisschen zumindest. Das ist ja blöd. Aber trotzdem. Einfach nur aus dem einfachen Grund, dass die nicht mehr so viel Schaden machen können. Und wir da vielleicht gleich noch was machen können. Das will ich nicht riskieren. Triebock wäre nicht schlecht, ne? Auch gegen Vieh ist stark. Aber wir holen noch so eine. Und was war denn der noch stark? Gegen Hunde? Was haben wir denn so was gegen Hunde starkes? Langbogenjäger. Haben wir das? Weil kann er laufen? Oh, kann er nicht, weil okay. Ich stelle noch einen Langbogenjäger hier hin. So. Gucken, wie kommst du? Auch nicht so weit. Okay. Zu Ben! Schauen wir mal. Glaub bloß nicht, dass es schon vorbei ist, nur weil du ein paar Vampire vermöbelt hast. Ich habe immer noch einen Turm, ich kann mir neue holen. Stimmt, den Turm müssen wir flott machen. Ja, du greifst doch nicht meine Leute an da. Oh, das war blöd. Aber naja. So. Ihn können wir nicht angreifen. Kann leider auch nicht dichter rankommen an ihn. Dann würde mich platt machen. Er hat eine gute Position da. So, hier sind ein paar Pfeile ab hier. Kann ich ihn hier platt machen, aber das bringt nicht so viel. Ist ja blöd. Ich brauche mit denen anderen den zweiten. Müssen wir also eine Runde noch warten. Blöd. Mann, wie machen wir das jetzt? Holen wir noch so einen Alchemisten raus da? Wir holen noch einen Ritter raus. Zack. So. Das haben wir schon klar. Gegen die Hunde habe ich nicht so viele Chancen als Langbogenschütze. Aber gegen den Rest. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Aber er kann mich von da auch nicht angreifen, oder? Nö. Gut. Ist clever. Ab. Eine erobern wir nochmal.
17%? Das ist mir zu wenig. Stellen wir uns hier hin und kampieren. Okay, auch da. So. Jetzt wollen wir noch so einen Trieb. Ach, scheiße. Und gleich noch so einen Triebock holen. Er kann natürlich oben irgendwie gar nichts treffen. Das ist schon mal ganz gut für uns. Weißt du, das ist ein toter. Eine tote Einheit für ihn. Für uns natürlich praktisch. Natürlich unpraktisch. Die, glaube ich, machen gut Schaden auf die. Ah. Boah, alter Schwede. Müssen denen ein bisschen den Geldhahn zuschrauben. Mal gucken, wie wir das machen. Die runter. Der hat jetzt nicht mehr so viel Saft, aber er könnte jetzt uns angreifen, fett angreifen, und zwar alle. Das heißt, wir müssen die Einheit, können wir schnell nochmal retten, indem wir die irgendwo hier hinstellen. Dann gehen die anderen mal kurz rüberpacken. Also, wo kann er halt treffen? Gut. Die machen wir leider kaum Schaden da. Also wie weit muss er? Okay. Warte. So. Lassen wir es mal so. Naja. Das ist nicht dumm. Mal gucken, ob wir es nicht auch gleich irgendwie geregelt bekommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das da oben einnehmen sollen. Das ist so blöde. Pass mal ab. Ach, das ist echt blöde. Kann ich von hier einnehmen, ist auch bescheuert. Na gut, laufen wir trotzdem von da hin. Oh, ein Hundeblatt. Können wir hier gar nicht machen. Wenn den Zug einfach mal. Ja, gegen die haben wir nicht so viele Chancen, das ist nicht blöd. Ach, dann nehmen die auch ein. Okay, jetzt müssen wir was tun hier. Auch gar nicht mehr. Schaden machen. 22, ne? So. Weg.
Dann müssen, glaube ich, irgendwie ein paar normale Leute rausholen noch. So. Okay. Ja, okay. Erstmal einigen. We could use this. Damit wir ein bisschen was haben. Schaden. Der ist auch nicht so viel Schaden, der würde uns ja ein bisschen platt machen. So ist viel besser. Ja, ach, es ist echt langsam ein bisschen eng hier alles, aber naja. Ragnar hat natürlich ein bisschen Power. Okay, er greift das nicht an, das finde ich ja komisch. Na gut. Soll uns recht sein. Okay, warte mal. Kann nicht so viel machen. Eine Aura brauchen wir jetzt gerade nicht. Lassen Sie das so einfach zerstören dann. Der Hund kann nichts angreifen und Ragnar kann auch nichts angreifen. Dann können wir Ragnar ja ein bisschen Schaden zufügen. So. Mal da hoch. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Sprung, na super. Okay, da setzen wir gleich heilende Aura ein. Dann haben wir, glaube ich, nicht so viel zu verlieren. Müssen wir eigentlich alle erwischen, ne? I'm here to help. Healing Aura. So, das ist schon mal gut. Ab. So. Okay. Wir greifen trotzdem mal sie an. Vielleicht können wir sie ja trotzdem irgendwie platt machen. Ja, die Hälfte der Leben weg von ihr. War schon mal nicht schlecht. Wie kann der Hund, wie weit konnte der Hund angreifen? Gut. Dann haben wir hier auch noch so einen, jemanden, der ein bisschen helfen kann. Hier, zack.
Also wenn sie jetzt nicht abhaut, dann hat sie echt Pech gehabt, glaube ich. Okay. So, pass auf. So ein Ragnar jetzt Platz zu machen. Ich glaube, jetzt haben wir den letzten Schlag, kann dieser Typ hier sogar verpassen. Und zack. Das ist ein Ende! Doch, das ist das Ende. Oh, fein. We did it. Wir haben es geschafft. Ja. Yeah. Gut gemacht. Oh. Aber die ganzen Vampire, das ist unmöglich. Tja. Ganz ruhig, Schnecke. Ist die immer so? Tja. Halt die Klappe! This isn't Diese Reise ist noch nicht vorbei! Ich komme wieder und dann... Dann vermeide ich euch! Ja, viel Spaß, Ragnar! Wir sehen uns! Sieg! Ah, B immerhin, ne? Super! Zack! Nebenquest! Zack! Hauptquest! Zack! Nebenquest! Du hast Vampire im Kodex freigeschaltet. Ja, super. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.